Leute, was geht ab? Wir testen heute verschiedene Mythen, und zwar insgesamt zwei Stück heute wieder. Und zwar soll es so sein, wenn man auf einen NPC schießt, aber auf das Telefon schießt, dann soll der NPC quasi nicht verwundet werden. Das heißt, das Telefon soll den Schuss abhalten. Und tatsächlich, es stimmt, es hat den Schuss abgehalten. Dem NPC ist nichts passiert. Krass, muss man sagen. So, zweiter Mythos. Eine Zeitschrift, eine Reklame soll ebenfalls einen Schuss aushalten und den Besitzer oder die Person dahinter nicht treffen. Hier haben wir jemanden. Ja, das ist mal nicht so rumfahren würden. Hier haben wir jemanden. Wir schießen da jetzt mal drauf. Mal gucken, ob einer von den beiden stirbt. Mal gucken. Nein, okay, dieser Mythos stimmt nicht, der ist leider falsch. Man kann durch diese Zeitschriften, also durch diese Papierdinger schießen. So, vierter Mythos, es soll wohl eben so sein, dass die Kaffeebecher unzerstörbar sind und undurchdringbar sind. Wir schießen ihr erstmal in die Hand, wenn es den Kaffeebecher nochmal normal hebt. So, wir schießen ihr jetzt einmal in den Kaffeebecher rein oben, mal gucken, ob die Person dahinter verletzt wird. Nein. Also tatsächlich, die Kaffeebecher sind wie die Handys, der Mythos ist tatsächlich wahr und ist nicht falsch. Man kann nicht durch die Kaffeebecher durchschießen. Das war's mit den Mythen, bis zum nächsten Mal, Abo und Like da lassen, haut rein und ciao.